Mut zur Stimme. So sprichst du mit Wumms. Der Podcast mit Anne Kühl und Crystal Davidson. Erfahre, wie du mit lauten und leisen Tönen ins Schwarze triffst. Willkommen zu einer neuen Folge von Mut zur Stimme. So sprichst du mit Wumms. Die Feiertage liegen hinter uns und leider ist es so, dass die Feiertage nicht für alle zum Feiern sind, sondern ganz oft hängt danach der Haussegen schief. Man liegt mit irgendwelchen Menschen, die einem eigentlich am Herzen liegen, im Clinch und fragt sich, wie man das jetzt wieder glatt gebogen kriegt. Und Crystal und ich haben uns überlegt, dass es vielleicht für euch ganz schön wäre, mal darüber zu sprechen, wie man den Mut zur Stimme findet, wenn man sich aussprechen möchte, wenn man sich entschuldigen möchte und das aber so schwierig ist oder wenn man unbedingt eine Entschuldigung braucht von jemandem, weil er einen verletzt hat. Und da habe ich einen ganz tollen Gast eingeladen. Das ist nämlich Gerold Wehde. Hallo Gerold. Hallo Anne, ich grüße dich. Gerold und ich kennen uns schon ganz lange. Er war nämlich einer meiner Ausbilder in meiner Coaching-Ausbildung beim Integralis-Institut in Hamburg, die ich 2010 bis 2013 gemacht habe. Und mittlerweile ist Gerold Leiter der Integralis-Akademie und ist nicht nur ein toller Ausbilder und Lehrer, sondern auch Experte für Beziehungen. Er hat mit seiner Frau Claudia zusammen eine Praxis für integrale Paarberatung in Bremen. Und wenn ich sage Experte für Beziehungen, dann meine ich nicht nur Paarbeziehungen, sondern alle Beziehungen, also zwischen Menschen. Also bist du eigentlich Experte für Zwischenmenschliches, kann man das so sagen? Ja, wir haben uns mal so spaßeshalber die Beziehungsexperten genannt oder Beziehungsspezialisten. Ja. Und ja, ob man Experte ist, das kannst du ja von dir aus selten sagen. Das liegt ja immer daran, wie die anderen Menschen reagieren auf dich. Und ob du dann als Experte wahrgenommen wirst, das dürfen ja dann die anderen entscheiden. Ja, dann entscheide ich das jetzt mal. Also Gerold ist Experte für Beziehungen und aus diesem Behelf bist du bei uns heute. Und meine erste Frage an dich, die vielleicht viele Menschen auch beschäftigt, ist, warum ist das so schwer, Entschuldigung zu sagen? Ich glaube, das Verständnis von diesem Entschuldigungsritual, nenne ich es mal, das ist einfach über die Zeit irgendwie ein bisschen schräg geworden. Also wir hoffen ja ganz oft, dass wenn wir Entschuldigung sagen, dass dann der andere sagt, ja, ist schon gut oder so. Mhm. Also sozusagen mit diesem Wort Entschuldigung etwas zu finden, wo dann der andere auch beruhigt ist und so weiter und so weiter, ne? Und ich glaube, dass das nicht funktioniert, weil die Erwartung, die ist so schwierig. Und deswegen fällt es uns so schwer, das zu sagen. Weil wenn ich sage, entschuldige, dann bin ich ja erstmal sozusagen in der Abhängigkeit davon, dass du auch ja sagst. Ja, wäre sonst doof, ne? Wenn du sagst, Entschuldigung, ich so, nee. Genau. Oder aber ich sage, ja, ich habe mich doch entschuldigt, aber du hast es gar nicht angenommen. Ja. Und ich glaube, das ist, glaube ich, so eine große Verwechslung, dass irgendwie wir denken, wenn ich Entschuldigung sage, dann reicht das. Und ich glaube, dass es genau deswegen so schwer fällt, weil das nur die halbe Miete ist, wenn du so willst. Das ist ja noch schlimmer. Das heißt, ich muss jetzt nicht nur Entschuldigung sagen, sondern ich muss danach auch noch irgendwas machen, was ich noch gar nicht weiß. Ja, genau. Und ich glaube, dieses Entschuldigung, das sagt ja praktisch, ich erkenne meine Schuld an. Ja. So. Und ich glaube, das Ding fehlt so ein bisschen. Also das Anerkennen. Also Schuld. Schuld ist ja auch so ein Unwort. Wir sagen ja auch manchmal lieber Verantwortung. So. Mhm. Und wenn ich sage, ich erkenne meine Verantwortung für das an, was ich getan habe. Aber jetzt ist noch gar nicht genau klar, was ich eigentlich getan habe, weil ob ich wirklich eine Schuld daran habe, wie es dir jetzt geht, das steht ja noch gar nicht fest. Es kann ja auch sein, du hast gerade so Weihnachten erwähnt und so weiter. Weihnachten passiert es ja ganz oft, dass sich jemand irgendwie verhält. So. Jemand anderes fühlt sich auf die Füße getreten und dann sagst du, ja, Entschuldigung. Aber kann ich denn was dafür, wenn du dich auf die Füße getreten fühlst? So, das heißt, ich sage das Wort so, aber ich meine es gar nicht. Ich sage, ja, sorry halt. Ja, Entschuldigung. Entschuldige. So. Ja, damit Ruhe ist, ne? Genau, und das kommt natürlich so richtig überhaupt nicht von Herzen, sondern das kommt ja erstmal von dem, genau, es ist Ruhe. Super Wort, was du gerade gesagt hast, ne? Ich sage Entschuldigung und dann erwarte ich, dass du dann Ruhe gibst und dass du nicht mehr sauer bist und jetzt, wenn man auf die Familie nimmt oder so, dass du mich wieder liebst.
So, dass du mich magst und dass du mich nicht doof findest. So. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, die Verwechslung, die wir da haben. Und meistens ist auch so, dass, also wenn ich jetzt fühle, dass jemand anders mich verletzt hat und ich fühle, dass ich brauche, dass der andere sich entschuldigt. Also das Ganze hier mit uns kann erst weitergehen, wenn du dich entschuldigst. Das ist ja häufig so das, worauf man sich festklammert. Ist das denn auch ein Missverständnis, dass es eigentlich eher darum geht, dass der andere Verantwortung übernimmt und nicht das Wort Entschuldigung sagt? Naja, weißt du, wenn du jetzt noch ein Stückchen vorher hingehst, so, dann kannst du ja die Frage stellen, haben wir eigentlich was verabredet, was dafür sorgt, dass ich das nicht mache, was dich dann verletzt? Also ich nehme mal ein Beispiel. Das ist gerade so kompliziert, genau, sag mal ein Beispiel. Ich nehme mal ein Beispiel von den Paaren. So, ne? Du hast ja gesagt, so, ich mache ja ein Paarberatung, ich bilde ja auch Paarberaterinnen aus. Mhm. Und so was ganz Typisches ist, dass das Paar irgendwie sagt, dass einer sagt, also dass du da jetzt nicht da warst. Ja. So, oder dass du allein in Urlaub fährst oder dass du mit deinen Freunden irgendwie die Nacht durchgemacht hast oder sonst irgendwas. Das nehme ich mir übel. So, ne? Das, ich habe auf dich gewartet, was fällt dir ein und so weiter. So, das sind also die Sachen, die man dann so sagt. Mhm. Und interessant ist aber, dass die meisten Paare dann gar nicht gesagt haben, also dass du mit deinen Freunden losgehst und bis 5 Uhr morgens unterwegs bist, das geht nicht. Also das haben wir vorher nicht gesagt. Ja, es fehlt die Verabredung. Ne? Mhm. Es fehlt die Verabredung. So, Paare, die dann jetzt Handy so über Smartphone ist ja, fliegen ja die meisten Affären auf, ne? Also so, aber jemand verschickt irgendwie, Nachrichten und macht da einen Kuss hinter oder sowas. So. Ja. Der andere sieht das und ist sauer und sagt, wie kannst du das nur machen? Aber es gibt keine Verabredung zwischen dem Paar, wo die sagen, also Nachrichten mit Kuss zu verschicken an irgendwie jemanden aus einem anderen Geschlecht, das geht nicht. Also diese, ne, diese Verabredung fehlt. Und dann sagt man, so, das hat mich jetzt verletzt, dass du das gemacht hast, auch wenn wir keine Verabredung haben. Und jetzt musst du dich entschuldigen. Ja. So, und, ne, und dann geht's los. Wofür soll ich mich entschuldigen? Ich habe andere so, Entschuldigung, was? Ich habe doch nur ein Küsschen verschickt. Ja, ne? Genau. So. Genau. Mhm. Für mich ist das was ganz Normales. Und für den anderen ist es irgendwie der Weltuntergang. Ja. Und ja. Ich glaube, ich erwarte eine Entschuldigung. Wir können einfach auch mal fragen, auf welcher Grundlage erwartest du denn eigentlich die Entschuldigung? Mhm. Also gibt es eine Verabredung? Gibt es eine Verabredung, dass ich das und das nicht machen darf? Also hast du das angekündigt, dass du sagst, also Gerold, auf gar keinen Fall, Küsse verschicken geht gar nicht. So, ne? Und dass ich gesagt habe, ja stimmt, nee, will ich auch nicht machen. Mhm. Und so, wenn man also, so eine Verabredung hätte, dann wäre das irgendwie berechtigt, um eine Entschuldigung zu bitten, ne? Weil man so einen Vertrag gebrochen hat. Genau, dann könntest du erstmal sagen, das verletzt mich, weil wir haben es abgesprochen. Ja, das wäre für dich auch nachvollziehbar. Genau, dann wäre es nachvollziehbar. So, und dann könnte ich, sagen, oh ja, das erstmal das Wichtige ist ja dann zu gucken, das tut mir leid. Ja, ich habe bevor ich mit Entschuldigung komme, das tut mir leid. Wir haben etwas verabredet, ich habe das nicht eingehalten und es tut mir leid, dass ich das nicht eingehalten habe. Mhm. So. Ne? Und wenn du das jetzt sagst, dann fühle ich eigentlich auch, dass das vielleicht schon reicht. Ja, vielleicht dass man da gar keine Entschuldigung mehr braucht, sondern dieses Mitgefühl mit dem Schmerz, den ich jemand anders zugefügt habe, ohne es zu wollen. Dieses Mitgefühl ist eigentlich das, was die Verbindung wiederherstellt. Ne? So ist es. Und dann könnte ich sagen, und dann würde ich, die elegantere Weise wäre dann, dass ich nicht sage Entschuldigung, so, sondern dass ich sage, ich bitte dich um Verzeihung. Oh, erzähl mir mehr darüber. Wieso dieses Wort? Genau, dieses Wort. Ne? Genau. Verzeihung ist ja etwas, also wenn man es vom Wortstamm nimmt, kommt das Wort Verzeihung ja von zeigen. Mhm. So, also wenn ich dir nicht verziehen habe, dann zeige ich auf dich. So, dann sage ich, du Anne hast mir irgendwas angetan, so du hast das und das gemacht. So, ne? Und dann ist meine Energie aber gebunden. Also je länger das geht, manche warten ja 20 Jahre darauf, dass sich sowas löst, irgendwie gerade in Familien. Das heißt, ich halte 20 Jahre lang halte ich mit dem Finger auf dich. Und sagt 20 Jahre irgendwie, du bist die Verursacherin meines Übels. Da tut mir jetzt schon der Arm weh, wenn ich mir das vorstelle. Ganz genau. Ja. Fällt mir gerade noch, ich mache noch mal so eine Klammer auf, weil ich habe jetzt gerade am Wochenende, ich mache ja auch System- und Familienaufstellungen, wie du weißt. So. Ja. Da habe ich gerade jetzt ein Wochenende gehabt und es gab unglaublich viele Klienten, die da waren. Ich mache es mal möglichst neutral. Die auf irgendwie eine Ex-Partnerin sauer waren,
weil die Ex-Partnerin irgendwann mal dieses oder jenes gemacht hat. Ja. So. Und es war ganz viel so, dass der Vorwurf eben, du hast das und das gemacht, so in der Luft hing und diese, es gab diese Verabredung nicht. Es gab auch nicht das Sehen, was denn eigentlich vielleicht auch der andere will. Das kommt ja auch noch dazu, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja. So, ne? Aber das Sehen der eigenen Verantwortung dafür, das Sehen dafür, dass es zwar was passiert ist, aber dass wir das gar nicht verabredet haben, dass wir gar nicht gesagt haben, so und so ist unser, ja, unser gemeinsamer Kodex oder unsere gemeinsame, wie sagt man denn das, unsere gemeinsame Moral oder Ethik oder irgendwie so, ne? Die wurde gar nicht verabredet. Und dann wurde aber eben erwartet, dass der andere sich so verhält, dass es mir auf jeden Fall nicht wehtut. Mhm. So. Und was wäre ein konstruktiver Umgang mit sowas? Also wenn ich jetzt dir zuhöre, dann liegt eigentlich nahe, dass man so einen Moment als Lernschritt für eine Beziehung betrifft, dass man sagt, oh, ich habe gemerkt, das macht mir mega viel aus, wenn du Kussmünder verschickst. Können wir das in Zukunft lassen? Dieses eine Mal hat mir jetzt gezeigt, wie wichtig das für mich ist. Aber darf ich dich bitten, in Zukunft das nicht zu machen? Wäre das schlau oder wie geht man denn damit um? Das ist natürlich schlau. Hilft aber nichts. Komma, aber ich habe ja noch nicht zugestimmt. Und würdest du wahrscheinlich dann auch nicht machen, ne? Dann würdest du wahrscheinlich deinen Kussmund verteidigen. Ja, da würde ich sagen, weißt du, das kannst du ja jetzt viel von mir fragen, ne? Ist ja ein Wunsch. Aber für mich ist das so wichtig, dass ich den Leuten auch meine Zuneigung zeige, dass ich mit denen in Verbindung bin. Also für mich ist so ein Kussmund überhaupt kein Problem. Mhm. Ich will die Leute auch nicht küssen. Ich mache das auch bei männlichen Freunden oder sonst irgendwas, sondern es drückt einfach meine Zuneigung aus. Und dann jetzt muss ich irgendwie, ja. Ja, und jetzt zeigt sich, ob das, was du mich gefragt hast, nämlich dieser Wunsch, ob das wirklich ein Wunsch ist oder ob du mir einen Befehl geben wolltest. Gott, ist das kompliziert. Ah, ja, ja. Ja, so einfach wird man nicht Beziehungsspezialist. Das ist schon klar. Genau. Ja. So, also du hast einen Wunsch. Und wenn das ein wirklicher Wunsch ist, dann darf ich Nein sagen. So. Da ist und aber dann auch muss nicht, ich damit irgendwie klarkommen. Ja, nee, da ist noch nicht zu Ende, weil jetzt geht ja erst die Verhandlungsphase los. Jetzt könnte ich ja herausfinden, was ist denn eigentlich dein Bedürfnis da drin? Worum geht es dir denn eigentlich gerade, so wenn du das so sagst? Ja. Geht es darum, dass ich keinen Kussmund verschicke? Oder geht es darum, dass ich mich irgendwie nicht anderweitig verliebe? Geht es darum, dass ich irgendwie nicht fremd gehe? Ne? Was ist die Angst? So. Und was ich dann interessant finde, wenn man jetzt mit Menschen arbeitet, ist, dass die eigene Biografie, also jetzt, ne, wenn du jetzt verletzt wärst oder du diesen Wunsch hättest, also deine Biografie ja ganz wichtig ist für diesen Wunsch. Und vielleicht habe ich schon mal erlebt, dass ich betrogen worden bin oder aufgrund von Kussmündern. Genau. Du brauchst ganz viel Sicherheit in deinem Leben, du brauchst ganz viel Zuneigung, vielleicht auch. Was weiß ich, vielleicht auch so viel Zuneigung, wie ich sie gar nicht geben kann oder so. Ne? Also das sind so Bedingungen, die da dran geknüpft sind. Und diese Bedingungen, die hängen eben in unserer eigenen Biografie. Ja. Und wenn wir jetzt Zeit haben, die zu untersuchen und zu sagen, was ist es denn eigentlich bei dir? Was ist es bei mir, dass wir diesen oder jenen Wunsch haben? Dann können wir uns nochmal anders verstehen. Ja. Und dann könnte ich zum Beispiel zu einer Partnerin sagen, wenn die jetzt ganz viel Angst hat, könnte ich sagen, ich verstehe deine Angst und ich werde nicht anders handeln, also ich werde weiter Kussmünder verschicken, aber ich werde dir versprechen, also den Wunsch könnte ich dir erfüllen, dass ich aufgrund von solchen Kussmündern irgendwie keine Affäre anfange, um das jetzt mal ganz platt zu machen. Ja. So. Und dann begegne ich deiner Angst. Ich begegne vielleicht auch deinem Bedürfnis, was du hast nach einer Beziehung, die exklusiv ist oder so. Ja. Aber ich werde nicht mein Verhalten deswegen verändern, wie ich mit meinen Freunden bin. Ja. Okay. Das klingt gut. Also ich fühle mich an eine Podcast-Folge erinnert, die ich vor ein paar Wochen mit dem Lorenz Brockmann aufgenommen habe. Da ging es nämlich um Verhandlungen. Und da war das auch so ein Thema, ne? Dass ich nicht nur
ein Interesse in die Waagschale werfen soll, sondern alles auf den Tisch legen, was mir eigentlich wichtig ist. Und da geht es halt nicht nur um die Position, du sollst nie wieder Kussmünder verschicken, sondern du kannst Kussmünder verschicken, wenn du mir immer sagst, wenn du es gemacht hast oder sowas. Ne? Also, dass man vielleicht miteinander bespricht, welche Interessen stehen dahinter, welche Bedürfnisse stehen dahinter. Ja, so. Ja, und auch dieses, wie du es gerade formuliert hast, ist auch wieder eine Falle, weil wenn du jetzt sagst, du kannst Kussmünder verschicken, das würde ja bedeuten, dass du irgendwie ein Recht hättest, mir zu sagen, was ich tun soll oder nicht. Also meine Bedingung ist... Ja, genau. Ja. Ne, das gehört ja auch noch dazu. Und jetzt, wir sind so auf der spaßigen Ebene, aber gehen wir nochmal zurück, weil wenn jemand wirklich verletzt ist, ja, dann ist ja die Beziehung gestört. Ja. So, und das finde ich ja nochmal einen wichtigen Teil. Und da geht es ja nicht um Kussmünder, sondern da geht es ja um echte Verletzungen. Meinetwegen, wir haben gesagt oder jemand hat gesagt, ich achte auf mein Geld oder sowas, ne? Und hat trotzdem irgendwie Spielschulden gemacht oder so, ne? Ja. Und das betrifft dann irgendwie vielleicht das Familienvermögen oder sonst irgendwas, ne? Das ist ja nochmal ein anderer Aspekt. Ja. Ne, jemand hat sich vielleicht auch ethisch nicht korrekt verhalten oder so. Vielleicht lässt sich auch nicht vorweg alles kommunizieren. Aber diese Schuld dann überhaupt erstmal anzuerkennen und zu sagen, ja, ich habe da was gemacht und das, was ich da gemacht habe, das hat dazu geführt, dass jemand anderes leidet. Ja. So. Das finde ich den wesentlichen Aspekt. Ja? Mhm. Also zu sagen, das ist meine Verantwortung, das ist meine Schuld, das ist der Teil, den ich tragen muss. Ja. Ja. Ich höre jetzt im energetischen Raum um uns herum sehr viele Moments. Also, weil ich glaube, das ist so das Schwierigste, eine Schuld anzuerkennen, die man nicht hat kommen sehen. Mhm. Und die man vielleicht, wo man denkt, ja, für dich ist das jetzt ein Problem, aber sonst meine ganzen anderen Freunde, die hätten damit überhaupt kein Problem. Du bist jetzt so empfindlich und jetzt soll ich mich da irgendwie schuldig bekennen. Das mache ich nicht. Sowas höre ich da jetzt gerade. Ja, genau. Und dann hat das ja weiterhin Konsequenzen. Also schuldig bekennen funktioniert ja nicht. Also es funktioniert ja nicht, wenn jemand sagt, so, das ist jetzt hier hast du das Schuldkissen, so, und das nimmst du jetzt gefälligst. Ja. Ne? Sondern, da waren wir ja eben schon eher so zu sagen, okay, ich kann sehen, ich habe dich damit verletzt. Mhm. So, ne? Und so, das wollte ich nicht und ich wusste es nicht, aber jetzt genau. Sehe ich, ups. Genau. Ja. Ne? Und wie gesagt, ne, du hast vorhin schon, wo ich gesagt habe, und das tut mir leid, ist sofort etwas, wo es irgendwie innerlich weicher wird. Ja. Wenn jemand sagt, das tut mir leid, dann bist du sofort entspannter, du bist sofort anders im Kontakt. Ne? So. Und dann können wir wieder normaler miteinander sein. Und dann könnte ich auch sagen, wenn ich dann sage, ich bitte dich um Verzeihung dafür, ja, dann kommt das auch bei dir an. Mhm. Und dann kann man weitergehen, ne? Und dann kann der andere vielleicht auch erklären, warum man so gehandelt hat oder so. Ne? Zum Beispiel, genau. Mhm. Ne? Aber wichtig ist ja, dass ich kann ja überhaupt nichts machen, dass du dich wieder beruhigst. Wenn du mir irgendwie was getan hast, in Anführungsstrichen. Ja, weil genau. Nimm mal an, mein Handeln verletzt dich irgendwie. Ja, so, ich kann dann zwar sagen, das tut mir leid und ich bitte dich um Verzeihung und so weiter, aber wie das bei dir ankommt, das ist ja nochmal ein ganz anderes Blatt. Ja. So, ich mache nochmal ein Beispiel aus der Paarberatung. Mhm. Dann ist irgendwann mal was passiert. Also, Affäre eignet sich immer gut, um das darzustellen. So. Ne, irgendwann ist mal eine Affäre passiert und die Entschuldigung oder das ich bitte um Verzeihung reicht nicht, weil der andere immer noch verletzt ist. Mhm. Und dann gibt es ja manchmal sowas, wo dann derjenige, der verletzt ist, sowas, der trägt das dann weiter. Ja. Wir haben vorhin das mit der Hand gesagt, ne? Der zeigt weiter auf den. So. Und wie lange das dauert, das ist total unabhängig davon, wie sich der andere entschuldigt hat oder wie der andere um Verzeihung gebeten hat. Ah ja, ne? Also, ah ja. So, wie lange eine Verletzung in mir wirkt, so hat nichts mit dem zu tun, wie du handelst, sondern das ist dann wieder meins. Mhm.
Das heißt, es kann sein, dass du dich bei mir entschuldigt hast nach allen Regeln der Kunst. Alles richtig gemacht, Mitgefühl und so weiter. Genau, und ich kann dir aber nicht verzeihen, weil ich bin so gekränkt, dass ich sage, ich hätte total gerne wieder mit dir diesen schönen Kontakt, den wir vorher hatten. Mhm. Aber es hat so weh getan. Ja. Ich höre das zwar, aber ich fühle das nicht. Und dann, braucht es Zeit. Ja, dann braucht es Zeit. Dann kommt so ein Aspekt ins Spiel. Ich könnte dann ja nur offen bleiben und könnte sagen, okay, ich hab alles probiert. Mhm. So, und ich bleibe aber dran. Mhm. Und in dem Moment, wo du mir nochmal wieder deine Verletzung zeigst, ja, versuche ich nicht, das heil zu machen oder irgendwas wegzunehmen oder so, sondern ich bin einfach mit meinem Verständnis da. Ich sage, ja, ich weiß, ich habe dich an der Stelle verletzt. Mhm. So, es gilt nach wie vor, dass es mir leid tut. In der Seele tut es mir weh, ne? Aber ich kann nicht mehr tun. Ja. Es gibt keinen Zaubergriff da drin. Ja. Und da braucht das wirklich viel, viel, viel Zeit. Mhm. Ne? Und ich habe eben gesagt, das sieht man immer an Affären zum Beispiel ganz gut. Ja. Wenn es eine Affäre gab und jemand, und diese Affäre ging meinetwegen über Jahre. Mhm. So, ne? Wie lange hat denn dann der andere Zeit, damit diese Verletzung heilt? Ja. Und das ist die nächste Falle sozusagen in diesem, ich habe doch Entschuldigung gesagt. So, dann denkt man, ja, ich habe dich jetzt 2 Jahre betrogen oder so, dann sage ich Entschuldigung und dann muss es ja passen. Ja. So, ne? Oder nehmen wir mal weg von der Affäre, ne? Jemand dominiert immer den anderen so und wodurch auch immer, durch körperliche Gewalt oder durch Zurückhaltung von finanziellen Mitteln oder sonst irgendwas. Da gibt es ja ganz viel. Und das passiert über Jahre. Ja. Und dann erkennt er plötzlich, oh Scheiße, da habe ich richtig Blödsinn gemacht. Mhm. So. Und jetzt muss ich warten, wenn ich dann diesen Blödsinn gemacht habe, muss ich warten darauf, dass das beim anderen irgendwie heilt. Ja. Da kann man viel machen. Wir können zur Paarberatung gehen. Wir können auch als Einzelmensch kann ich dahin gehen. Aber diese Zeit, die das braucht, damit sich das in mir beruhigt und damit ich wieder so ein Gefühl habe von, okay, jetzt ist es so, jetzt kann ich wirklich verzeihen. Und ist es dann gut, auch erstmal auseinanderzugehen? Also ich glaube, das ist ganz nötig bei vielen, die im Clinch liegen, dass man sagt, ich kann die Nase jetzt erstmal ein halbes Jahr nicht sehen. So, und dann geht es vielleicht wieder. Ne? Kann das sein, dass man einfach sich trennen muss erstmal oder auch familiär erstmal auf Abstand gehen? Ja, natürlich. Und am besten natürlich, wenn das in Kommunikation passiert. Mhm. Also wenn ich nicht einfach wegbleibe, sondern wenn ich das klar mache, wenn ich sage, das hat mich jetzt so stark verletzt, bewegt, berührt, da bin ich so erschüttert. Mhm. So, ne? Ich brauche jetzt erstmal eine Zeit, ich melde mich in einem halben Jahr. Ja. Und nett an der Stelle ist es, wenn wir sagen können, und in einem halben Jahr nehme ich wieder Kontakt auf, zum Beispiel, und dann auch wirklich Kontakt aufnehmen und vielleicht auch dann sage, ich bin noch nicht so weit, ich brauche noch ein halbes Jahr, weil dann ist der andere nicht auf Warteposition. Ja, das ist ja auch eine Versuchung, ne, dass man jetzt Macht ausübt und den anderen sich so ein bisschen rächt. Ja, genau, das hat was von Rache, vielleicht nicht bewusst oder so, ne, aber es hat was von Hinhalten und der andere hängt so ein bisschen in der Luft, ja, und wenn es aber gelingt, dass wir sagen, hey, ich brauche jetzt mal die und die Zeit und dann können wir wieder oder dann probiere ich es wieder, dass wir in Kontakt kommen, dann gibt es auch wieder so eine neue Verlässlichkeit, die dann auch wieder für die Beziehung gut ist. Ja, ja, ich glaube, man muss so wie vertrauensbildende Maßnahmen dann machen, ne? Ja. Also immer wieder neu sich rantasten und wieder versuchen, dieses Band, was ja wahrscheinlich mal da gewesen ist, wieder neu zu knüpfen. Das wahrscheinlich von beiden noch sehr viel abverlangt dann. Genau, von beiden was abverlangt und von beiden auch ein Gucken in die Richtung, was ist denn eigentlich mein Anteil an diesem Konflikt, den wir jetzt haben. So, und das gilt auch für diejenige, die gerade verletzt ist. Ja. Wenn derjenige oder diejenige, die verletzt ist, keinen Blick dahin hat, was der eigene Anteil darin ist, so. Und das nicht verstehen kann und nicht sieht, wo ist da mein verletzlicher Punkt oder so, dann hat der andere oder die andere sowieso keine Chance, da irgendwas zu machen.
Kannst du mal ein Beispiel sagen für diesen eigenen Anteil? Also nehmen wir mal an, das letzte Beispiel, was du gesagt hast mit dem Geld. Also jemand dominiert den anderen, weil er finanzielle Mittel zurückhält. Was kann denn da der eigene Anteil von diesem anderen Partner denn sein, der mal irgendwie auf dem Trockenen sitzt? Ja, zum Beispiel, dass du nicht gelernt hast oder dass der nicht gelernt hat, das einzufordern. Das Dass er ist. es einfach lange so hinnimmt und nicht aufsteht und Ja, kämpft. genau. Ne? Und nicht sagt, hä? Sag mal, spinnst du? Wie gehst du denn hier mit mir um? Irgendwie. Nur weil du jetzt irgendwie gerade die Lohnarbeit machst und ich mache die Hausarbeit, heißt es doch noch lange nicht, dass du da irgendwie mehr Rechte hast. So, wo ist der Ausgleich? Ne? So. Und dieses Aufstehen, dieses sich hinstellen und sich das nicht gefallen zu lassen. Und das ist aber auch, wenn ich das sage, ist es aber auch heikel, weil das natürlich auch sowas wie eine Überforderung ist, das zu fordern. Und würde ich auch gar nicht fordern, aber ich würde sagen, mal in die eigene Geschichte gucken, zu sagen, wie ist dieses Muster eigentlich entstanden, dass ich mir die Dinge gefallen lasse? So, und wie kann ich dafür sorgen, dass ich für mich meine Persönlichkeit so entwickle, dass mehr Raum für mich selber da ist, dass ich mich hinstellen kann und sagen kann, so, wenn das und das nicht erfüllt ist, dann geht es hier für mich nicht weiter. So, ne? Und so eine Grenzlinie, so eine innere eigene Grenzlinie zu ziehen und zu sagen, also wenn sich das nicht in der und der Zeit verändert, dann ist hier Schluss. Ja, So, ne? weil ich Dafür. mir, so L'Oréal-mäßig, ne, weil ich es mir wert bin. Also, weil ich nicht in einer Beziehung sein möchte mit jemandem, der so mit mir ist oder wo ich das und das nicht bekomme, was ich eigentlich bräuchte. Ne? Ganz genau, ne? Ganz genau. Und weil ich mich nicht hinstelle und weil ich dem anderen diesen Raum gebe. So, Ja, ne? weil ich Also ihn im gewissen lasse. Sinne, genau, im gewissen Sinne sind wir ja frei. So, also das kann man ja auch wieder philosophisch hinterfragen, ob wir wirklich alle frei sind, aber ne, wir haben ja so eine gewisse Freiheit. Und ich kann doch dafür gehen, dass ich diese Freiheit erlange. Ne? Ich würde es nicht legitim finden zu sagen, du musst jetzt deine Freiheit nutzen können oder so. Das fände ich jetzt too much irgendwie. Aber dass ich losgehen kann, wir haben ja die Möglichkeiten, dass ich losgehen kann und dafür sorgen kann, dass ich mich stärke, ne? Dass ich in dieser Beziehung stabiler werde und dass ich dem anderen die Grenzen aufzeigen kann und sagen kann, nee, also so will ich keine Beziehung leben. Ne? Ja, Und das ist ganz, toll, ne? Das ist Selbstermächtigung und da kann ich aus dieser Haltung rausgehen. Ich brauche jetzt von dem anderen was, was ich nicht kriege und ich warte geduldig und so, ne? Sondern ich kann jetzt gucken, was kann ich in mir tun, um mich da anders zu positionieren, ne? Das ist dann auch Mut zur Stimme, den wiederzufinden. Wenn ich merke, ich genau. bin sprachlos, wie kann ich einen Weg finden, das zu sagen, was ich eigentlich brauche und wie es mir geht? Ja, und wie kann ich das so in meine Hand nehmen, dass ich auch die Konsequenz am Ende tragen würde? Wenn der andere sagt so, nö, das geht nicht hier. Genau, wenn der andere sagt, Gib nö, mir dein Geld. ich mach so weiter, so, ne? Dann Ja. braucht es ja von mir, an irgendeiner Stelle braucht es ja von mir die rote Linie, wo ich sage, so, und hier ist Schluss. Und dann halt auch machen und nicht, na gut. Genau, da sage ich immer zu den Paaren, das ist so ähnlich wie in der Firma, wenn du eine Abmahnung kriegst. Ne? Wenn du eine Abmahnung kriegst, wenn du es noch einmal machst, dann darfst du gekündigt werden. So, und Paare schreiben immer 100 Abmahnungen hin und her, so, aber ziehen die Konsequenz nicht. Ja, dann hängen Ne? denn da ewig drin. Ja, genau. Ne? Ist aber auch Den. schwer, Gerold. Naja, ja. Es ist komplex. Es ist total komplex, aber. Ich finde das so wichtig, dass in dem Moment, wo ich merke, dass ich was erleide, dass ich dann losgehe und das verändere. Das ist wohl so. Und auch anzuerkennen, dass man wirklich leidet. Ne? Man denkt dann ja immer irgendwie bei sich selber, ach Gott, ja, ich lebe ja noch. Also viele, ne, tun das, glaube ich. Ne? Das, aber es hat wehgetan und du bist ein Idiot und das weiß ich, aber ich mag dich trotzdem irgendwie. Und jetzt haben wir halt dieses Haus zusammen und was soll's. Genau, genau. Dass man nur ein Haus ist, ne? So glaube ich, so entsteht einfach sehr viel an. Ich habe so ein Bild von Steinmauern, ne? Also von Verhärtung in Beziehungen, die dann halt vielleicht auch so wieder über die Festtage aufbrechen und dann so Sachen rauskommen, wenn man dann 5 Tage aufeinander hockt. Und dann kommen die ganzen Sachen raus, die man runtergeschluckt hat. Und
Den man ja, schon meistens, immer mal sagen wollte. Genau. Ja, genau. Und dieses schon immer mal sagen wollte. Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Hinweis, weil ich glaube, wenn diese Verletzung auftreten, so, dass dann ganz oft was Älteres hinter ist, was vielleicht auch mit der Beziehung oder mit der Familie oder so zu tun hat. Das ist ja nicht, dass ihr die Feiertage, das ist ja irgendwie, ist ja ein Klacks, wenn du nicht irgendwelche alten Sachen mit dir rumschleppen würdest. Ja, dann kann das ja schön sein. Aber so gerade so, also ich höre das so oft mit so Erbstreitigkeiten, ne? Oh ja. Also, und da denke ich manchmal, das ist wahrscheinlich ein Grund in, wer wurde am meisten geliebt von den Geschwistern? Wer hat als Kind genug Anerkennung oder zu wenig Anerkennung bekommen oder so, ne? Also, dass da häufig solche Sachen auch mit drin hängen. Und dann ist man da bei diesen ganzen Hier und Jetzt und Erbe und wem steht das zu oder so. Und dahinter stehen Sachen, die sind gar nicht lösbar. Nee, nicht auf der Ebene. Nicht auf der Ebene von einem Nachlass oder einem Testament. Ja. Na, und alle sind mit ihren Anwälten unterwegs und wollen Recht haben und so, aber eigentlich geht es darum, um eine Wunde, die vielleicht ganz alt ist und von den Eltern irgendwie vor 40, 50 Jahren oder sowas zugefügt wurde. Ne? Ja, und keiner stellt sich hin und sagt, Leute, ich sehe, das ist mein Teil der Schuld. Mhm. Ne? Oder auch so. den Schmerz, den ich hier mit reinbringe. Also ich glaube, das ist ja auch einfach so ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung zu erkennen, was sind meine Wunden und warum springe ich so dermaßen darauf an, wenn ich jetzt sehe, du kriegst hier ein paar Tausender mehr als ich. Ja. Ich finde das mit den Erben finde ich schwierig, weil, also wenn du das so aufmachst, das Thema, dann denke ich so, ja, da könntest du wahrscheinlich einen ganz eigenen Podcast drüber machen. Ja, stimmt. Gibt's bestimmt auch. Erbstreitigkeiten oder so, ja, ne? Weil das ist ja so vielschichtig. Ja. So, das ist zu ne, einfach, aber, wenn man das so über einen Kamm schert, das stimmt. Ja, würde ich, glaube ich, gar nicht machen. Aber dahinter, ich glaube, dahinter steckt ganz oft, dass irgendwelche alten Geschichten, also ja auch in der Beziehung, ne, irgendwelche alten Geschichten sind nicht verziehen, sind eben nicht entschuldigt, so, ne, wenn du so willst. Und ja, und da denke ich manchmal so, ja, dieses entschuldigt, das kommt ja auch so aus dem Bankwesen, ne? So, ich bin entschuldigt, wenn ich meinen Kredit zurückgezahlt habe oder so. Das ist, und ich glaube, das ist für die menschliche Seele einfach zu kurz gedacht. Ja. So, dieses ich gebe was zurück und dann war es das, so, na, ja. Ich bin da skeptisch. Ich glaube, es ist auch eine große Herausforderung anzuerkennen, dass man selber noch nicht verziehen hat. Also wenn du mir jetzt Entschuldigung sagst, dann habe ich ja auch wie so einen moralischen Druck in unserer Beziehung, dass ich dir jetzt auch verzeihen muss. Ja, dass du jetzt sagst, ich hab mich doch jetzt entschuldigt und jetzt muss doch auch irgendwann mal gut sein und hast es denn immer noch nicht genug und immer diese alten Karamellen aufs Butterbrot und so. Und dass ich dann aber auch ehrlich bleibe und sage, es tut mir total leid, ich würde das jetzt gerne total flockig einfach wegatmen, aber es tut einfach noch so weh. Du kannst gerade nichts machen. Ja, also das braucht ja auch eine Stärke, dazu zu stehen, dass man eben noch nicht wieder alles gut ist. Genau, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Ne? Da braucht es die Zeit und da braucht es die Ehrlichkeit. Und wenn ich glaube, wenn etwas wirklich echt verziehen ist, ne, dann müsste das eigentlich so glatt sein, dass wenn wir den nächsten Kontakt haben und das nächste Mal sich so etwas andeutet, dass du dann nicht das Alte wieder hochholst und sagst, ja, wie damals. Also echte Verzeihung, also wenn die wirklich gelungen ist, so, dann ist die auch durch. Ne? So. Kann man dazu eigentlich selber was tun? Also ich glaube, viele Menschen möchten gern verzeihen, um sich auch zu entlasten und die Beziehung wiederherzustellen. Ich habe mal so ein Buch gelesen, das hieß, glaube ich, einfach die Kunst der Vergebung oder irgendwie sowas. Und das hat mich sehr beschäftigt, weil ich habe verstanden, dass es total entlastend ist, für einen selber vergeben zu können. Aber das heißt ja noch nicht, dass man es kann. Also was braucht es, wenn man das irgendwie beschleunigen will und nicht einfach abwarten? Kann man etwas tun, um bewusst zu verzeihen? Vielleicht auch, wenn der andere schon gestorben ist und man ist immer noch so ein Vorwurf wie mit den Eltern oder sowas. Ja, ich glaube, das geht. Und das ist, weil das ist ja so ein innerer Prozess. Genau, da, also mal so ein Griff, wir machen ja auch an der Integralis-Akademie, machen wir ja eben auch die Ausbildung, in der du ja auch drin warst. Und wenn es da die Möglichkeit gibt, dass Menschen eine sogenannte Beziehungsklärung zum Beispiel machen und jemanden sich vorstellen, jemandem anderen gegenüberzusetzen,
mit dem sie noch irgendwie ein Thema, so ein Thema haben, ne? Also ein, wo die Beziehung ungeklärt ist, dann gibt es schon die Möglichkeit, den Raum zu geben, das, was da noch schwillt, auszudrücken. Ja. Also zu sagen, das hat mich wütend gemacht und ja, das macht mich traurig und da bin ich enttäuscht. Und ich glaube, das braucht erstmal einen ganz großen Raum für diesen Ausdruck. Mhm. So. Der auch emotional sein darf, mhm, der auch, wo auch der Körper mitgehen darf, ne? Und dass die, du schreist oder weinst oder so, ne? Ja, oder mhm, was weiß ich, aber auf jeden Fall mit reingehst. Nicht so, ja, das hat mir wehgetan und das hat mir wehgetan. Ja. Ne? Man weiß ja selber vom Sprechen, ne? Wer so ist, der kann ja nicht frei sprechen, der kann ja, nicht mit den Emotionen, die da sind, irgendwie rauskommen. Mhm. Und das braucht es, ne? Also diese Emotionen zu fühlen, braucht es, um weitergehen zu können in diesem Prozess. Genau, genau. Und das Abschöpfen, alles das Abschöpfen, was mich verletzt hat, das Abschöpfen, was dem im Weg steht, so wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Und dann kann vielleicht so etwas kommen, dass ich sage, und ich bin dir vielleicht auch für andere Dinge dankbar. Mhm. Weil das ist ja das, was die Beziehung manchmal auch so killt dann, dass der Fokus nur auf das geht, was jetzt blöd gelaufen ist. Ja. Aber wenn diese Wut abgeschöpft ist, wenn ich das gefühlt habe, wenn ich das nochmal durchlebt habe, dann kann ich sagen, und ich habe auch einen Dank an dich für das oder das oder das. Mhm. Das beruhigt ja auch die Seele, dass es eben nicht nur das eine ist. Und ich glaube, diese Ambivalenz, die ist halt auch ganz oft schwierig, indem, wenn wir jemandem auch was vorwerfen oder so, ne? Ja. Dass ich sage, ich werfe dir was vor, aber eigentlich liebe ich dich doch. So. Und dann sagt man eher gar nichts, weil man damit nicht klarkommt, dass das so eine Ambivalenz ist. Ne? Ganz, ganz genau. Ne? Mhm. Und wenn wir die Zeit geben, dass beides da sein darf, das ist wunderbar. Mhm. Ja, weil dann sind wir ganz. Dann müssen wir nicht einen Teil abspalten. Also ich muss weder meine Verletzung oder meine negativen Gefühle weglegen, noch muss ich meine Liebe weglegen. Ja. So, ne? Ich darf, also, ja, finde ich auch in einer Paarbeziehung wichtig, ne? Zu sagen, ich darf auf dich wütend sein und ich darf dich lieben. Ja, das ist großartig. Also ich glaube, das entlastet ganz viel. Das merke ich auch in der Rhetorik immer wieder. Unser beider Lehrer und Vorbild Gunther Schmidt hat das mal genannt, Zwickmühlenkompetenz. Also wir brauchen in geschäftlichen sowie auch in privaten Beziehungen die Fähigkeit, diese beiden Pole nebeneinander auszuhalten. Und das ist viel schwieriger als einfach jetzt klar, du bist doof, ich bin gut oder jetzt habe ich dich lieb, jetzt wieder nicht. Sondern das ist viel einfacher für den Geist. Aber es ist anspruchsvoll, sowohl Hass als auch Liebe oder Zorn als auch Empfindsamkeit zu leben. Deshalb, also du sagst gerade, es braucht diesen großen Raum. Das ist wunderbar, finde ich, wenn das eine Beziehung hergibt und das Menschen schaffen miteinander. Ja, ja. Und das ist nicht das Normale, würde ich mal im Moment sagen. Also wenn wir so in die Welt gucken, dann ist die Welt, glaube ich, im Moment eher so, dass das festgehalten wird, dass, ne, und wie soll man das auch anders machen? Die Verletzungen sind im Moment so groß, die in dieser Welt passieren. Mhm. So, wie willst du da mal eben kurz sagen, also kann sich doch keiner hinstellen und sagen, ich bitte um Verzeihung. Also es muss schon echt eine ziemlich große Geste mit dahin kommen, so dass das anerkannt wird. Mir fällt es gerade ein, das war das Willy Brandt, der diesen Kniefall gemacht hat vor dem Willy Brandt, ne? Ja. Das war, glaube ich, super wichtig, diese Energie von Schuldanerkennung oder so reinzukommen, ne, auch nach außen. Ja. Ja, und der Populismus ist dann ganz schnell, ne? Der sagt dann so, ja, Schuldanerkennung und immer sind wir schuld und so, ne? Ja. Also erleben wir ja im Moment auch dieser Rechtsdruck, der sagt, jetzt muss doch mal gut sein mit dem Holocaust und so weiter. Mhm. Ne? So, ja, bitte wie? Also wie soll das jemals gut sein? Ja. Ne? Was ist denn das für eine Redensweise? So, jetzt muss doch auch mal vorbei sein. Ja, wie willst du denn Millionen Tote? Ne? Wie willst du denn da sagen, das muss auch jetzt mal vorbei sein? Es ist so, vom Ding her kennt es, glaube ich, jeder, der mal in einem Konflikt war, dass man einfach will, dass es jetzt wieder gut ist. Aber man muss natürlich auch, wie du sagst, erkennen, was das für eine schwere Verletzung war und ob das jetzt 50, 100 oder noch länger Jahre braucht, bis der andere dann wirklich irgendwie loslassen kann, das steckst du halt nicht drin.
Nee, genau. Und das heißt auch nicht, wenn ich jetzt, ne, wenn wir jetzt nochmal den Holocaust nehmen oder so, muss ja auch nicht heißen, dass ich alles, was du heute machst, gut heiße. Ja. Ja. So, ja, so eine uneingeschränkte Solidarität, wie sie dann genannt wird, ne? Also die nicht falsch verstehen. Ich finde das schrecklich, was da gerade passiert ist. Ich finde das schrecklich, was damit, ne, so in Israel und so weiter. Das ist ganz, ganz schrecklich. Ich bin überhaupt nicht in der Position, da irgendwelche Urteile zu fällen oder mir eine Ja. Meinung zu erlauben. So finde ich viel zu komplex. Ja. Und trotzdem zu sagen, ich muss nicht mit allem einverstanden sein, was der andere dann macht. Ja. Ja, so. Das Ist finde auch ich mal ein auch, Gedanke. ne? Also dieses differenzierte Anerkennen der Wunden auf beiden Seiten, ne? Ja. Und nicht so, das sind die Bösen, das sind die Guten. Das finde ich auch. Aber nochmal zu diesem Thema, was kann ich selber tun, wenn ich gerne verzeihen möchte, aber der andere nicht zur Verfügung steht oder sich vielleicht nicht entschuldigt. Also ich habe jetzt nochmal mitgenommen und diese Übung liebe ich auch sehr. Ich stelle mir einen Stuhl gegenüber, ich setze mich auf einen Stuhl oder auf den Boden oder immer hin, stelle mir einen Stuhl gegenüber, mache einen Platz auf, wo ich mir vorstelle, da sitzt der andere. Und dann lege ich los. Und dann lasse ich einfach alles raus, was ich dem auch vorwerfen will, auch voll politisch unkorrekt und so, wie ich es ihm vielleicht nie sagen würde. Aber wichtig ist, dass ich mein Gefühl fühle, ne? Darauf kommt es an, dass meine Stimme das ausdrückt, damit das in Fluss kommen kann aus dieser Blockade raus. Ja, und ich würde sogar sagen, das ist die Übung, die ist total wesentlich, bevor ich mit dem anderen in Kontakt gehe. Ja, das hat Also die dann. Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja. Ne? So, das erstmal rauszulassen und da erstmal mit jemandem Vorgestelltes zu sprechen, zu verhandeln oder wie auch immer, ne? So, und am Ende mal zu gucken, und was ist jetzt eigentlich noch übrig? Ja, wenn mein Gefühl erstmal die Ladung raus ist, was ist denn jetzt auch vernünftig und sinnvoll zu kommunizieren? Wenn mein Gefühl durch ist, wenn genau wie du sagst, die Ladung, die Spannung ist durch und ich auch sehen kann, was ist jetzt daran mein Anteil? Und dann kann ich gucken, dann kann ich sagen, ah, das ist mein Anteil. Und dann könnte ich auch wieder in Kontakt gehen und dann könnte ich sagen, ich brauche irgendwie noch was von dir, ich würde dir gerne verzeihen, ich brauche irgendwas von dir. Ne? Aber ich sehe auch meinen eigenen Anteil. Und da gibt es noch was, das finde ich sehr spannend, wenn man das vergleicht, jemandem etwas anzutun, mit einer anderen Phase, meinetwegen in der Beziehung, in der Liebe, zu Beginn der Beziehung. Na, zu Beginn der Beziehung ist es immer so, wir wollen dem anderen immer so ein Stückchen mehr geben, als das, was er uns gegeben hat. Da Ja, man so also, gerne schenkt aus vollem weil man so gerne, Herzen, so, genau, ne? weil man so gerne schenkt. Ne, so. Also das ist eine total schöne Dynamik. Ne? Der eine schenkt eine Blume, der andere schenkt zwei Blumen, dann kauft der andere eine Vase oder so. Ne? Und das geht so hin und her. Und am Anfang ist es noch total schön, einfach mehr zu geben. In einem Streit ist das eine ähnliche Dynamik. Muss man darauf achten. Ne? Wenn Aber der ein eine was macht, Negativ, ne? genau, wenn der eine was macht, dann ist es immer so, dass der andere dann auch was macht und das ist dann so ein Stückchen doller. Ich weiß ja, wo die verletzlichen Punkte von dem anderen sind, Und bin ich nicht richtig blöd. rein, Genau. Ne? ja. So. Und dadurch steigert sich das dann so. Und es gibt ein ganz schönes auch Ritual, das habe ich schon öfter mal mit Paaren auch gemacht an der Stelle. Dass das Paar zusammen bespricht, gibt es eine Form der Wiedergutmachung, also etwas, was der andere tun muss, damit es ausgeglichen wird. Und das muss dem anderen auch so ein Stückchen wehtun. Ich habe gleich ein Beispiel. So, es muss dem anderen so ein Stückchen wehtun, aber eben nicht schlimmer als das, was vorher war und freiwillig. Also das Okay. Beispiel, genau, das Also das Beispiel, Wiedergutmachen, ne? genau, das pass auf, das Beispiel. War ein Paar, die waren irgendwie zusammen und er hat in einem Streit, ist er irgendwie zu seinen Eltern gegangen und hat mit den Eltern irgendwie darüber gesprochen, was sie dann irgendwie falsch gemacht hat und was sie für eine blöde Kuh in Anführungsstrichen irgendwie ist. Das hat sie halt total gekränkt und verletzt. So, dann haben wir das so aufgearbeitet und dann war so die Frage, was wäre denn jetzt eine Wiedergutmachung? Und dann hat sie zu ihm gesagt, eine Wiedergutmachung wäre für mich, ich weiß, dass deine Eltern für deine Wohnung immer noch einen Schlüssel haben. Und ich fühle mich da unwohl, weil wenn ich in deiner Wohnung bin und wir sind da, was weiß ich, laufe da nackt rum oder was, ich muss ja immer damit rechnen, dass deine Eltern da reinkommen. Ich wünsche mir von dir, dass du den Schlüssel von deinen Eltern zurückholst, damit ich hier in Ruhe sein kann.
Und das war ein total spannender Prozess, weil das war für ihn eine richtige Herausforderung. Ne, an der Stelle. Es hat ihm richtig so ein bisschen wehgetan. Er musste zu seinen Eltern gehen und sagen, okay, ja, ich brauche jetzt den Schlüssel wieder. So. Und dann hat das Paar dieses Ritual, dass er den Schlüssel wieder geholt hat, das haben die dann zusammen gefeiert. Das klingt total schön und total kreativ. Also, das ist, als ob so eine Leichtigkeit ist, ne? Das ist halt so ein spielerisches Element. Was kann ich denn jetzt, was denke ich mir denn jetzt aus, damit es für mich wieder gut ist? Muss dir ein bisschen wehtun, du machst freiwillig. Wenn nicht, dann nicht. Und hat vielleicht auch ein bisschen mit dem zu tun, wo unser Streit drum ging. Ja. In diesem Fall die Eltern, genau. Ja, genau. Gerold, der Tag neigt sich langsam dem Ende zu. Das Licht wird draußen schon dunkler. Ich muss gleich wieder coachen. Ich könnte mit dir noch sehr, sehr lange darüber reden, aber ich glaube, das war jetzt schon eine der längsten Folgen, die wir bislang aufgenommen haben. Ich glaube, wir konnten so ein paar interessante Gedanken bewegen, so was es braucht, um zu verzeihen und auch, wie man das gut machen kann, um Entschuldigung bitten. Und auch da, also auch heute darüber hinaus, möchten wir gerne einen Wumms der Woche verleihen. Der Wumms der Woche. Wieder an eine Person, die dich besonders beeindruckt hat durch ihren Mut zur Stimme. Du hast jemanden mitgebracht. Ja, und ich weiß gar nicht, also der Mut zur Stimme ist so ein bisschen, ja, passt vielleicht nicht so ganz, aber ich mag diesen Wumms der Woche einfach an meine Tochter geben, weil meine Tochter, die ist 18 und plant jetzt gerade so ihr Leben nach dem Abitur. Und was mich total berührt ist, wie sie das macht und wie sie, ich mag es jetzt gar nicht, ich mag sie auch so ein bisschen schützen, ich muss jetzt nicht alles erzählen oder sowas, aber wie sie wirklich eigenständig losgeht und etwas ganz, ganz, ganz Mutiges in ihr Leben holt gerade. Und das verdient total Niederwerfung und Hochachtung und alles. So. Es ist wunderbar. Genau. Das klingt schön. Ja. Alles Gute für deine Tochter. Ja, danke. Gerold, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ja. Ich dachte gerade, vielleicht lade ich dich nochmal irgendwann ein, weil du hast so viel Tolles zu erzählen. Erstmal möchte ich noch weiter sagen, wo man dich auch finden kann. Würdest du einmal deine Website sagen, wenn man jetzt denkt, Mensch, der Gerold hat es irgendwie drauf, da mache ich vielleicht mal eine Beratung oder so. Wie findet man dich? Ja, genau. Also es gibt ja zwei Websites, die man sozusagen sich gut angucken kann. Das eine ist die von der Integralis-Akademie, die du ja gerade benannt hast. Ne? www.integralis-akademie.de Integralis mit IS. Genau. Und das andere ist Gerold Wehde in einem Wort. Wehde mit in der Mitte mit H, geroldwehde.de. Gut. So, da findet man meine Shownotes. Ja, wunderbar. Genau. Ich habe es hier gerade nochmal notiert, kommt in die Shownotes. Gut, das heißt, man kann sich da gerne an dich wenden und die Trommel rühren möchte ich auch gerne für die Integralis-Ausbildung. Die habe ich ja mit großer Freude gemacht. Ja. Zehre immer noch davon. Ja, wunderbar. Die machen wir jetzt seit 20 Jahren und ist immer erfolgreich, ist immer voll. Es ist ein wunderbarer Wandlungsprozess für alle Menschen, die irgendwie sagen, ich möchte nochmal mehr im Leben entdecken. Ja. Es ist ein wunderbarer Rahmen, um Beratung wirklich gut zu lernen, also live und in Farbe zu lernen. Und die eigene Persönlichkeit auch nochmal zu schulen. Ne? Ganz genau, die eigene Persönlichkeit, die eigenen Ecken zu entdecken, die eigenen Schatten zu entdecken, die Freude zu entdecken im Leben, die Kreativität zu wecken. Ach ja, da gibt es so viel zu erzählen. Ne? Schwärmen. Und da gibt es einen neuen Ausbildungsjahrgang, der im Mai startet. Ne? Also wer sich dafür interessiert, kann da auch auf der Integralis-Akademie-Seite sich informieren. Und es gibt auf unserer Kennenlernseite, da gibt es im Januar, Februar und März gibt es so einige Veranstaltungen, die umsonst sind, wo man richtig das mal ausprobieren kann. Also es gibt irgendwie drei Webinare und es gibt drei Live-Tage, einmal in Bremen, einmal in Hamburg, einmal in Kassel. Und da kann man teilnehmen und kann das einfach mal erfahren. So, also man kann ja über sowas nicht reden, was da passiert. Man muss es irgendwie erleben. Man muss in den Ozean springen, um nass zu werden. Ja, ja, wir haben einen Eindruck von deiner Arbeit bekommen heute und ich möchte einfach allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die vielleicht auch mit etwas hadern oder mit einem Familienkonflikt oder mit Freunden gerade im Clinch liegen, möchte ich einfach wünschen, dass ihr das gut hinkriegt mit dem Verzeihen und Vergeben oder
was da einfach auch immer nötig ist. Und dass ihr einen Frieden findet wieder miteinander. Und ich glaube, es ist ganz viel öfter möglich, als man denkt. Ja. Das wünsche ich auch allen, die zugehört haben. Und es ist eine große Sache. Und wenn man das so zu 10% geschafft hat, was wir hier gerade gesprochen haben, ich glaube, dann kann jeder sich mal auf die Schulter klopfen und sagen, hey, ich habe einen Anfang gemacht. Mm. Ja. Damit sagen wir tschüss. Gerold, ganz vielen Dank, dass du da warst. Und ich sage jetzt nochmal, deine Expertise mit uns geteilt hast. Und allen, die zugehört haben, hab Mumm, hab Wumms und Freude am Leben. Bis bald, deine Anne. Mit Gerold. Tschüss. Tschüss.